Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Episode 7 Days to Die. Nein, natürlich Simon the Sorcerer 2. So, ich wollte mal wissen, ob es euch auffällt oder nicht, weil Grafik ist ja ähnlich hochauflösend hier. Ich habe tatsächlich in ein Lösungsbuch geguckt und noch nicht viel Neues erfahren, nur wohl, dass wir, wie sagt man, zwei Dinge übersehen haben. Ach, Gott sei Dank, vor dem Lacher noch rausgekommen. Beim Sumpfling kann man hier wohl noch irgendwie an der Seite vorbeigehen oder sowas, was wir die ganze Zeit nicht gemacht haben. Wir sind immer direkt reingegangen, aber hier hinten, da geht doch auch noch was. So. Bei McSumpfling können die Kleinen auch ihre Geburtstagsparty feiern. Der bedient sich aus der Mülltonne für... Nur für kurze Leute. Zeit hier bei McSumpfling erhältlich. Das schiebe ich bestimmt nicht durch die Gegend. Alles für Lump. Ich glaube nicht, dass das in meinen Hut passt. Guck doch da mal rein. Hoppla, da steckt eine neuwertige Angelrute im Müll. Man so. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Abfalltonne? Metalltür? Kann man die öffnen? Nur für kurze Zeit hier bei McSumpfling erhältlich. Ein Sumpf. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Alles für lumpige 8 Mark mit diesem Gutschein. Kann man vielleicht den Keil in die Durchreiche stecken? Wenn sie offen ist? Na? Na? Geh wieder auf? Na? 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 Verpasst. Nur für kurze Zeit, hier bei McSumpfling erhältlich. Ein Sumpf. Das funktioniert so nicht. Alles für lumpige 8 Mark mit diesem Gutschein. So, und dann ziehen wir hier nochmal. Und wieder einmal ruft die Pflicht für... Na? Sumpfman! Das überspringen wir. Und was wir auch nie gemacht haben, ist einfach hier hochzugehen. Also, so einfach. Oh, Mini-Sumpfling. Hat hier jemand einen Altzauberer bestellt? Ah, Freund, ich bin froh, dich zu sehen hier. Du sein bestes Freund in ganzer Welt. Bin ich? Aber ich habe dir auf den Teppich gekotzt. Trotzdem bestes Freund ich je gehabt. Aber ich habe dich beleidigt und deine Suppe. Das nichts macht. Du gekommen bist von so weit, mich zu sehen. Für alle die, die es übrigens nicht wissen, ihm sind wir irgendwie im ersten Teil begegnet. Was wir da getan haben, wieso, weshalb, warum, ich kann es euch auch nicht sagen, aber deswegen die Verbindung zwischen den beiden, die kennen sich einfach aus Simon the Sorcerer 1. So. Ich konnte deiner leckeren Suppe einfach nicht widerstehen. Seine Nase wird ja gar nicht länger. Was habe ich nur gesagt? Tja. Hab lange schon nicht mehr echte Suppe gemacht. Keiner mag sie. Alle sie sagen, schmecken scheußlich. Tut sie wohl auch? Sie schmeckt nicht scheußlich. Ich bin extra wegen ihr hier. Wirklich? Ja, na klar. Toll. Ja, ja. Besonderes Treffen ist besser als Geburtstag, besser als Ernte-Sumpftag. Ich spezielle Sumpfsuppe zur Feier machen. Muss das sein? Ich habe nie den ersten Teil gespielt. Wie schmeckt Sumpfsuppe? Köstliche, nahrhafte Suppe, wo nur Sumpfling kennt Zutaten. Nie fragen, probieren. Du sehr mochtest sie letztes Mal. Mochte ich? Dieses Mal neues Rezept. Extra stark, extra frisch. Klingt köstlich. Oh, warte! Ich mich gerade an etwas erinnern. Ah, oh, kein Sumpfschlamm für Suppe. Oh nein, alle Pläne.
furchtbare Stimme. Ich besorge dir welchen. Mensch, toll! Hier! Ja. Einmal weitergegeben seit Generationen von Sumpfling zu Sumpfling. Ach, die kleinen Sumpflinge sind so niedlich. Beeil dich, Freund. Schnell Eimer nehmen. Ich und meine große Klappe. Das heißt, dass dann das hier die Durchreiche nach draußen ist, wo die immer hingrapschen, und das hier wohl auch die Tür, wo wir nach draußen kommen. Aber ich habe schon eine Grundidee, was wir mit... Oh, hätte ich vielleicht mit der Angel die Uhr umstellen können? Ich glaube nicht, aber wir probieren es mal aus, bevor wir jetzt wieder und draußen sind. Und wieder einmal ruft die Pflicht für... Ja, ich kürze das ab. So, benutze Angelroute mit der Uhr. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ja, war nur ein Versuch. Komm. So, dann einmal nach draußen. Dann müssen wir nochmal den Typen anquatschen, um uns von ihm einen Ballon zu holen. Dann haben wir die nämlich auch schon mal. Also den einen davon zumindest. Entschuldige bitte? Ja. Dass man das nicht überspringen kann. Könnte ich noch einen Ballon haben? Noch einmal? Ja. Komm schon, sei ein Freund. Na gut, aber sei dieses Mal vorsichtiger damit. Ganz bestimmt nicht. So, Dankeschön, tschüssi. Kommen wir jetzt eigentlich dadurch, dass die Kanalisation offen ist, auf direktem Weg zum Sumpf? Ja, Gott sei Dank. So. Und dann probieren wir das doch mal mit dem Bungee-Seil. Und benutze Bungee-Seil. Bip, 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 bip. Jetzt benutze Eimer mit Schlamm. Auf die Plätze. Ein fertig. Kleiner Schritt für mich. Hopp. Lecker. Ja, Magie hat schon was für sich, ne? Ich kann nicht glauben, dass das manche Leute aus Spaß machen. So. Jetzt haben wir hier... Ein Eimer voll mit Sumpfschlamm. Für jeden Überlebensfreak unentbehrlich. Was könnte man denn mit der Angelrute bitte schön anstellen? In dem See da drüben angeln vielleicht? Oh, wir können ja benutze Made mit Angeln. Ich muss erst einmal etwas Wasser dafür finden. Ja, hallo, hier ist ein See. Benutze Angelrute mit See. Schätze, das hier ist die beste Stelle zum Angeln. Der hat die Made gerade im Mund. Na lecker. Ich habe einen gefangen. Er ist größer, als er aussieht. Das behaupten manche Männer auch ständig. Ha. Wenn ich Monetarisierung auf meinen Videos hätte, wäre es jetzt wahrscheinlich weg. Gut. Jetzt haben wir den Schlamm, dann gehen wir mal zurück zum Sumpfling. Aber was wir mit dem Fisch anstellen sollen... Also der Weg hin ist irgendwie viel sympathischer als der Weg zurück. Na schnell, schnell, bevor es wieder lacht. Schnell, lauf, lauf. Ah. So, ab zum Sumpfling. Da rein.
Bei McDumpling können die Kleinen auch ihre Geburtstag. Und anziehen. Und wieder einmal ruft die. Überspringen. Ab nach oben. Läuft. So, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht. Also mehr, Huch, wo sind denn deine Kinderlein hin? Gibt's ja nicht irgendwas. Ne, hier geht's nur den Sumpfling. Dann gib doch mal den Schlamm an ihn. Das habe ich mir auch gedacht. Zeitpunkt genau richtig. Bitte was? Oh, oh, noch niemals zuvor das passiert. Oh. Nichts machen. Müssen gewesen sein. Falsches Schlamm. Aha. Wieso, wie viele Sorten Schlamm gibt es denn? Wenigstens muss ich jetzt nichts davon essen. Hey! Oh, noch etwas übrig geblieben sein? Schade. Ist es schon so spät? Ich muss jetzt wirklich gehen. Man sieht sich. Du müssen gehen? Schon? Fürchte ja. Tut mir leid. Warte! Ach, jetzt füllt er mir was ab to go quasi. Du etwas davon nehmen mit dir. Nein, nein, wirklich. Du kannst es ruhig für dich behalten. Freund wichtiger ist. Hier. Na, schön. Mach's gut. Du zurückkommen und Familie von mir besuchen. Sicher. Ein echtes Brechmittel. Können wir das vielleicht den hier geben? Besser nicht. Ich könnte es später noch gebrauchen. Brechmittel. Können wir da vielleicht bei den Zauberern irgendwas mit... beeinflussen, sagen wir es mal so. Bei McDumpling können die Kleinen auch... Ich hätte gehofft, kurzzeitig vielleicht den Wetterballon, den Luftballon nicht mehr im Inventar zu haben. Da hätte ich gleich wieder einen neuen mitnehmen können, aber so. Gut, dann benutze das mit ihm hier vielleicht. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Benutze das mit ihm. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Es tut mir leid, aber ich gehe das jetzt hier einmal durch. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Könnte ja sein, dass. Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Kann ich vielleicht den Fisch ihm hier... Das funktioniert so nicht. Aber Hauptsache sie erstmal darüber kaputt lachen, ne? Kann ich den vielleicht woanders irgendwie... Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Also wir müssen jetzt noch hier die Magier ausschalten. Ich wiederhole es leider immer und immer wieder. Wir müssen hier oben ins Schloss rein. Wir müssen im Sumpf, das mit, ich glaube, die Robe oder dieses Königsgedöne kriegen wir dann erst, wenn, wenn wir im Schloss drin gewesen sind.
Da kommen wir erst rein, wenn wir den Magiewettbewerb gewonnen haben oder so. Ja, dann müssen wir noch diesen Tätowierfuzzi da unten hinkriegen. Schwierig. Ich gehe jetzt einfach nochmal zum Marktplatz, um auch den Luftballon anzubinden. So, benutze den Luftballon damit. Und dann gehen wir noch wieder zurück. Da wollte ich jetzt hin. Und wieder mit dem Fuzzi quatschen. Entschuldige bitte? Ja. Sorry. Könnte ich noch einen Ballon haben? Noch einen. Musst du kurz Komm schon, sei ein Freund. Na gut, aber sei dieses Mal vorsichtiger damit. So, dann bringen wir den mal wieder weg. Und dann habe ich noch eine weitere Idee. Wir haben jetzt hier dieses... Boah. Aber erstmal binden wir jetzt den Ballon da an. Und dann... Versuchen wir mal, ob wir hier diese Sumpfsuppe oder den Fisch oder so vielleicht hier an den Dingens geben können. Hier, gib das an ihn. Warum versuchst du nicht mal das hier für deine Stinkbomben? Das ist perfekt! Warte, nimm ein kostenloses Probemuster. Ich füge es nur meiner Mischung hinzu. Aha. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Momentan nichts. Man sieht sich. Tülü. So, was sagst du? Eine Stinkbombe mit der Kraft der echten Sumpfsuppe. Vielleicht können wir damit ja jetzt endlich die Magier-Mischpoke aus unserem Zelt vertreiben. Wobei der erste wird wahrscheinlich sitzen bleiben, weil der stinkt ja sowieso nach Mottenkugeln und allem möglichen. So, wieder rein hier zum Wettbewerb. Ins Zelt. Und dann... Ich glaube nicht, dass ein unangenehmer Geruch irgendwelche Auswirkungen hat. Aha. Was für eine Zeitversch... Okay. Einige Stunden später, nach einer längeren medizinischen Behandlung... An diesen Gestank werde ich mich bis an mein Lebensende erinnern. Und? Hat's was gebracht? Na? So, die Konkurrenz wäre ausgeschaltet. Du, Junge. Was ist mit den anderen Teilnehmern passiert? Die haben alle akutes Sumpffieber bekommen. Bislang ist diese Krankheit erst einmal zuvor aufgetreten. Krankheit, sagst du? Ich glaube eher, die sanitären Anlagen hier drinnen sind schuld. Aber der hört doch sowieso nichts. Also, na gut, nehmen wir doch mal hier das hier. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ja. So. Wo sind denn die anderen alle hin? Sie sahen mich und wussten, dass sie keine Chance hatten. Ist die Nummer 4 noch hier? Sind Sie die Nummer 4? Hallo? Hallo? Was hat er? Das ist nur ein Wanderer, der sich hier einen Moment ausruht. Ach so. Sieht so aus, als wären Sie somit der Einzige. Kommen Sie.
Welch ein Zufall. Puff. Dies ist der einzige Bewerber, Euer Majestät. Nun gut, junger Mann. Möge er uns zeigen, was er kann. Alles klar. Okay. Sehen und staunen Sie. Ups. Wie wär's hiermit? Ach, Simon. Na, was aber kommt jetzt? Dieser hier. Wartet. Das hab ich gleich. Da stimmt was nicht. Wie lange geht das jetzt noch so weiter? Versucht er zu scherzen? Nein. Ich hätte ja gesagt. Das muss an der Sternenkonstellation und an dem Stand der Sonne und der Mondfinsternis und den kosmischen Strömungen liegen. Wasserader hast du vergessen. An all diesem Zauberkram eben, wisst ihr? Wartet! Oh je. Stopp! Er bekommt die Anstellung, aber er soll nicht mehr weiterzaubern. Bitte! Schau, was ich habe. Ah. Simon the Sorcerer, offizieller königlicher Hufzauberer. Was hältst du davon, hä? Und sie haben immer gesagt, ich würde es zu nichts bringen. Ein gefährliches Utensil in unwissenden Händen. Also in deinen Händen. Gut, damit können wir ja jetzt zumindest schon mal hier in das Schlösslein rein. Weil wir haben ja jetzt einen ganz offiziellen Ausweis. Ah, du bist es. Hast du den Ausweis? Ja, natürlich. Klar, hab ich. Hey, er da. Du meinst mich? Knie er nieder, bevor er mit uns redet. Träum ruhig weiter, Kleiner. Endlich kann ich auch mal jemanden so nennen. Wenn er nicht niederkniet, dann muss er sterben. Ja, wie immer, grundsätzlich. Ich hab ja solche Angst. Ich mach mir gleich in die Hose. Nimm dies. Au. Und dies. Autsch. Und dies. Aua. Ach, Simon. Das möge ihn lehren, wie er mit einem Prinzen zu reden hat. Du bist ein Prinz? Wir sind in der Tat. Ich bin Simon, der Hofzauberer. Und wir sind Peregrin, Erbe des Throns von... Du übertreibst mit deinen dramatischen Pausen. Ja. Wir sind der Prinz dieses Königreichs. Wir können so dramatisch sein, wie wir möchten. Wir werden eines Tages der König sein und Leute enthaupten lassen. Was ist mit diesem Blasrohr? Ja. Was ist mit diesem Blasrohr, mein Lord? Nenn mich einfach Simon. Ich meine damit, er soll uns mit mein Lord titulieren. Ein Blasrohr ist aber keine prinzenwürdige Waffe, oder? Ja. Ich schätze, du hast recht. Unser Vater erlaubt uns nicht, ein echtes Schwert zu tragen. Er sagt, man könne uns keines anvertrauen. Aber es ist nicht fair. Boah. Ich will ein echtes Schwert. Keiner nimmt mich ernst, solange ich keines trage. Ich würde es ihnen allen zeigen. Aber du kannst nicht einfach rumlaufen und den Leuten den Kopf abhauen. Wir sind der Prinz. Wir können tun, was uns beliebt. Nimm dies. Au!
Für den sollte man die körperliche Züchtigung wieder einführen. Was gibt denn hier alles? Kann ich zu der Tür? Wahrscheinlich komme ich an dem doofen Knirps nicht vorbei, oder? Ne, hier, öffne. Ich komme da rein. Ich bin überrascht. Eine Zimbel. Boah, nutz sie doch mal. Meine Ohren sind momentan etwas sensibel. Dann nimm sie mit. Man weiß ja nie, wann man eine Zimbel nochmal gebrauchen kann. Und dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um, ne? Sind ja nicht neugierig. Gehen wir da rein. Meine Ohren sind momentan etwas sensibel. Schade, aber du nimmst mit. So eine Druckluftröte kann ja immer noch mal praktisch sein. Was haben wir hier? Eine Fußballrassel. Das klingt mir ganz nach irgendeinem kleinen Konzert, was wir hier geben müssen. So, was kann denn die Wiege hier? Sie wird das Baby schon schaukeln. Aber es schreit sich die Lunge aus dem Leib. Haben wir da nicht irgendwas? Vielleicht den Keil? Tatsache. Ich habe sie verkeilt, damit sie nicht mehr schaukelt. Zahnrad. Aha. Blub. Sonst noch was? Nö. Gucci, Gucci, Gucci. Du bist aber ein süßes Baby. Ist jetzt nicht so erfolgreich, aber wir haben jetzt ein Zahnrad. Was auch immer wir damit sollen, aber wir haben ein Zahnrad. Das brauchen wir bestimmt für die komische Uhr im Sumpfling-Dingsbums. Mac-Sumpfling. Achso, ja. Hier, mach mal auf. Und mal rein da. Ach, Le Prinzessin auf der Erbse. Man beachte, die Melodie klingt ein bisschen nach einer Uhr. Das hier scheint so eine Art Brutanstalt zu sein. Kann ich da irgendwie was mitnehmen jetzt hier? Ich glaube, sie braucht die nötiger als ich. Okay, Matratzen. Ein riesiger Stapel Matratzen. Und die Prinzessin. Hallo da oben. Hallo, jemand zu Hause? Hallo. Ich bin schon wieder zur falschen Zeit am falschen Ort. Wo habe ich nur mein Sausephon gelassen? Ja, wie wäre das denn hier mit dem Horn? Horn? Sie muss taub sein. Die Zimbel vielleicht? Sie muss taub sein. Und last but not least. Sie muss taub sein. So, dann benutzen wir doch mal das Kaugummi mit den Matratzen. Diese Dinger sind nicht sehr kompatibel, was? Ich dachte, weil es so klein und knubbelig ist, dass man das da drunter schiebt und dann vielleicht den Fisch... Was genau soll das bezwecken, bitteschön? Ja, ist ja gut. Komm, dann gehen wir einfach erstmal wieder. Gucken wir, ob man hier noch weiterkommt. Oh, der königliche Seehund. Wie er da so schnurstracks dran vorbeiläuft. Hat er sich endlich dazu durchgerungen zu arbeiten, eh? Guten Morgen, Euer Majestät.
guten Nachmittag wäre die treffendere Wahl. Nun, für uns Zauberer ist die Zeit unbedeutend, bei unserem Streben nach magischer Perfektion. Wäre für ihn eine Enthauptung auch unbedeutend, bei seinem Streben nach magischer Perfektion? Ja, unangebracht. Das kommt darauf an, vielleicht. Wer enthauptet wird. Richtig. Er selbst. Schon kapiert. Gut. Er möchte sicherlich erfahren, was seine erste Aufgabe ist. Ja, komm, schieß selbstverständlich, los. Selbstverständlich, Majestät. Nun, nachdem unsere Amme diesen tragischen Unfall erlitten hat, haben wir einen gewissen Mangel an babypflegendem Personal. Er möge daher in die Kinderstube gehen und das Baby zum Schlafen bringen, hat er verstanden? Was ist mit der Amme passiert? Ein tragischer Unfall, wie ich bereits sagte. Es begab sich, dass jemand absolut zufällig und unbeabsichtigt ihren Namen auf die Enthauptungsliste setzte. Wir wissen immer noch nicht, wie dies geschehen konnte. Nun, Fehler wie diese passieren eben mit unzuverlässigem Personal. Ja. Oh, ich gehe dann und sehe nach dem Baby, ja? Gut. Wenn er fertig ist, möge er den Rest des Tages zu seiner freien Verfügung haben. Gut. Hey! Da hoch? Was denn? Ja? Wir dachten, ihn geheißen zu haben, nach dem Baby zu sehen. Ja, ja. Ach ja, ich vergaß. Gehe er. Sofort. Okidoki. Kann ich denn jetzt was... königliche Robbe. Na. Das ist wieder einer dieser Übersetzungsfehler. Da nimmt man ein B zu viel und dann das. Haha. Kann man die benutzen? Nee, kann man die mitnehmen vielleicht? Ich weiß nicht, wie ich sie in meine Mütze locken soll. Mietz. Gib Fisch an Robbe. Komm, meine kleine Robbe. Boing, boing. Das klappt ja wirklich. So, können wir jetzt mit dem Ball vielleicht irgendwas anfangen, der jetzt hier so, der ist wahrscheinlich weg, ne? Dürfte er eigentlich nicht sein, aber doch ist er. Ja, wir gehen schon. Ja. Ich sehe gerade, die Zeit ist auch schon wieder sehr weit fortgeschritten. Und was wir dann mit dem Baby machen, wie wir das endlich stillkriegen, erfahren wir dann in der nächsten Episode. Dankeschön fürs freundliche Zusehen. Ich hoffe, dass wir uns alle dann in der nächsten Episode wiedersehen. Bis dahin, tschüssi.